Durch das Erscheinen der Realverfilmung der Avatar-Serie bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich mir gesagt habe, hey, ich gucke mir einfach mal den ganzen originalen Anime an, auch wenn es offiziell kein Anime ist, ich werde es in dem Video als Anime betiteln. Und wie ich da so saß und mir diese wunderschöne Zeichentrickserie angeguckt habe, die mich voll mit Nostalgie gepumpt hat, kam ich zu dem Entschluss, hey, ich könnte mir doch mal die uneheliche Höllenbrut angucken, und zwar Legend of Korra. Denn zu dem Zeitpunkt habe ich sie weder gesehen, noch nur ansatzweise was Gutes über diese Serie gehört. Und ich dachte mir, who gives a fuck, und ich gucke sie mir doch einfach mal an. Und darum wird es in diesem Video gehen. Vielleicht ein kontroverseres Video. Wenn euch also interessiert, was ich jetzt genau über Avatar bzw. Legend of Korra sage und wenn euch das Thema allgemein interessiert, dann bleibt gerne dran. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, Wasser, Erde, Feuer, Luft, Metall, Blut, Blitz, Magma und was es nicht alles noch für Bändigungen gibt, das sehen wir in der Serie Avatar, Herr der vier Elemente und auch in der Serie The Legend of Korra. Um das ganze Thema mal aufzuarbeiten, ich habe in meiner Kindheit natürlich, wie die meisten in meinem Alter ungefähr, die Serie Avatar, Herr der Elemente gesehen im Fernsehen auf Nickelodeon. Und was soll ich sagen, sie ist ein pures Ebenbild an Nostalgie aus meiner Kindheit persönlich. Ich liebe diese Serie, ich liebe die Charaktere, ich liebe den Zeichenstil, den Animationsstil, ich liebe die deutsche Synchro, ich liebe den Plot, ich liebe alles. Es gibt nicht eine Folge, wo ich sage, das ist eine schlechte Folge. Es gibt zwar zwei, drei Folgen, die ich mir jedes Mal denke, ja, die könnte ich skippen, weil sie nicht so relevant sind. Aber ich würde nie behaupten, dass diese Serie schlechte Folgen hat. Anders als die Netflix-Adaption, da kann man sich drüber streiten. Das ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich vor 3, 4, 5 Jahren die Serie nochmal rewatcht und habe gleichzeitig gedacht, komm, weißt du was, gebe ich doch Legend of Korra mal eine Chance. Habe die erste Folge angeschmissen und habe sie direkt wieder ausgemacht, weil es mir direkt von Anfang an gefühlt nicht gefallen hat. Nicht mal unbedingt, weil ich meine Meinung dazu direkt geäußert habe und gesagt, nein, du bist scheiße, sondern einfach, weil ich, glaube ich, wirklich negativ influenced wurde. Ja, denn Legend of Korra ist natürlich eine der, naja, nicht so gern gesehenen Fortsetzungen zu Avatar, Herr der Elemente. Sehr viel Hate, sowohl der Charakter als auch die Story, als auch überhaupt das Gesamtbild dieser Serie. Und ich dachte mir, ja gut, es wird so einen Sinn haben, warum jeder Avatar-Fan sagt, nee, die Serie ist kacke, und dachte mir, dann gucke ich es halt nicht. Das hat sich, wie gesagt, jetzt vor kurzem geändert und ich habe mir die Serie angeguckt mit einem eher journalistischeren Blick. Also ich bin da nicht mit so Emotionen rein von wegen, okay, Avatar ist das höchste aller Gefühle und Legend of Korra wird nur kacke sein, sondern wirklich, okay, ich gucke mir die Serie an und wiege auf, was daran gut ist und was daran schlecht ist. Just in der Sekunde, wo ich mit der Serie fertig war, kamen unfassbar viele Edits auf TikTok. Woher die kamen, keine Ahnung, aber sie waren da und ich habe was gemerkt. Und zwar werde ich jetzt hier gleich einen Edit mal einspielen und ich bewerte das einfach mal anhand eines Gänsehautfaktors. I killed the Chin the Conqueror. Only justice will bring peace. I have mastered the elements 1,000 times in 1,000 lifetimes. Now, I must do it once again. Why, mortals, you and your forefathers have devastated the balance of this world. And now, you shall pay the ultimate price. I'm locking you away for another 10,000 years, Batu. Ja, erstmal, hier heißt es natürlich wieder Englisch, Originalsprache, muss ich sagen, weder bei Original-Avatar noch bei Legend of Korra fand ich es so gut. Bei Aang fand ich es ein bisschen besser, aber Legend of Korra war nicht so meins. Nichtsdestotrotz würde ich das Ganze so einkategorisieren. Die Ansprache oder das Zitat von Avatar Kyoshi ist schon geil, ist schon badass. Auch Avatar Rokus Ansprache oder Aussage ist ziemlich gut. Bei Aang in seinem Avatar-Zustand im Final Fight gegen Feuerlord Ozai ist einfach nur badass. Es ist einfach nur krass, ich kriege Gänsehaut. Haut des Todes. Jedoch kommen wir jetzt zu dieser einen Szene von Korra. Das ist ein Satz, der mir dermaßen kranke Gänsehaut verteilt. Sowohl vorgucken dieser Folge, als auch erst recht nachgucken dieser spezifischen Folge oder diesen spezifischen Arcs. Und da habe ich gemerkt, Moment mal, irgendwie finde ich Korra krass. Nicht vielleicht besser, aber krasser. Und sind wir mal ganz, ganz ehrlich und lassen wir mal ganz kurz die Nostalgie beiseite. Natürlich, Avatar Aang ist der Charakter, mit dem wir aufgewachsen sind. Herz, Blut, Liebe und Tränen haben wir vergossen und es ist eine gut geschriebene Serie, keine Frage. Aber stellt man das Ganze im Vergleich oder im Verhältnis zu Korra, bemerkt man, Aang hatte jetzt von den Gegnern und allgemein von den Herausforderungen vielleicht nicht so viel Krasses. Man muss hier natürlich sagen, Aang war wesentlich jünger, Aang war jahrelang eingefroren, musste quasi alles Mögliche irgendwie selber lernen. Das Problem war Feuer, weil, naja, Feuernation ist nicht so gut. Und allgemein, es war eine sehr kritische Zeit, weil die Zeit sich bei Aang im Krieg befand. Natürlich hatte der Typ es nicht leicht, aber dem seine potenziellen Gegner waren jetzt nicht so, naja, ich würde mal sagen, heftig. Natürlich, Feuerlord Ozai
in Kombination mit Zosins Kometen war overpowered as fuck und das war auch ein Fight, der bis zu dem Punkt des Avatar-Zustands wirklich einseitig war. Also es war schon der krasse Fight natürlich. Aber an für sich, alle anderen Fights, ob es jetzt aus Buch 1 ist, wo er quasi Admiral Zhao und Zuko als Hauptgegenspieler hatte, der also bitte, oder Buch 2, wo es natürlich halt ziemlich viel Azula war, auch ziemlich viel Zuko, aber auch irgendwie so das Dai Li, aber selbst Azula war in dem Moment zwar schon der Hauptantagonist und der Hauptgegner für Aang, aber halt auch irgendwie nur so teilweise. Aang hatte viele kleine Fights mit vielen, na ich sag's mal, bodenständigen Menschen. Da es, wie gesagt, sich dann ändert mit Feuerlord Ozai zu Zeiten Zosins Komet. Aber gucken wir uns jetzt mal kurz Korra an. Ja, man muss sagen, sie ist mehr oder weniger ein Wunderkind. Sie ist natürlich eine Mary Sue geschrieben und wächst quasi direkt auf mit der Möglichkeit, alle Elemente direkt zu meistern außer Luft und weiß es schon sehr früh damit, sich umzugehen. Braucht ein bisschen Training. Und aber ansonsten passt das alles. Aber gucken wir mal kurz, wer der erste große Gegner von Korra war. Es war Aang, ein Blutbändiger, der so krass war, dass sein Vater von Aang nur im Avatar-Zustand besiegt werden konnte. Dieser Typ kann durch Blut bändigen, Leuten die Bändigungsfähigkeiten nehmen. Dieser Typ kann mit seinen reinen Gedanken das Blut im Körper eines Menschen bändigen. Für Korra als erster Gegner schon hart. Und sie hat auch direkt gute Charakterentwicklung dadurch bekommen. Sie verliert ihre Bändigungsfähigkeiten und in der Sekunde, wo das passiert und sie denkt sich, scheiße, unlockt sie quasi ihr Luftbändigen. Skippen wir kurz mal den Part, dass sie ihn auch nicht mal wirklich direkt besiegt, sondern einfach mit Hilfe von anderen eher den Sieg erringt, aber auch irgendwie verliert. Also sie hat ihn natürlich nicht selber besiegt. Bringen wir einfach mal weiter, gehen wir ins nächste Kapitel. Da hätten wir Unalaq, ihren Onkel. Der Typ, der erstmal ganz chillig drauf ist und sehr viel mit Geistern in Berührung kommt. Eine Sache, die zum Beispiel Avatar Aang viel hatte. Er hat viel Berührungspunkte mit Geistern gehabt, aber da war die Geisterwelt noch ein bisschen, naja, anders. Aber halten wir mal fest, dass dieser Typ mithilfe von Korra einen 10.000 Jahre alten bösen Geist befreien will und mit ihm quasi, naja, ich nenne es mal Weltfrieden schaffen will. Ich keine Ahnung, was dem sein Motiv war. Ich habe es immer noch nicht so ganz gecheckt. Er will eigentlich ja das Gleichgewicht bringen, aber irgendwie auch nicht. Der Avatar soll sterben und der böse Avatar soll dadurch kommen und er befreit Watu. Und dann kam es zu der Stelle aus dem Zitat von gerade eben, wo ich die übelste Gänsehaut bekomme. Wir müssen uns vorstellen, Avatar Korra zu dem Zeitpunkt das erste Mal in, ich sag's mal, rednerischen Kontakt mit Rawa gekommen und dementsprechend auch schon ein epischer Moment, wo sie ihn wieder einsperren will. Bis dahin alles krass, aber dann, ja, kriegt halt Unalaq es hin, sich doch mit Watu zu verbinden. Watu mutiert zu einem riesig großen, bösen Monster, was dann Korra auch besiegen muss. Natürlich auch wieder mit Hilfe von vielen anderen, aber am Ende des Tages schafft sie es schon selber. Und an diesem Punkt kommt es sowieso zu einer riesengroßen Veränderung von Korra. Wir müssen bedenken, Aang konnte bis zum Ende seinen Avatar-Zustand nicht wirklich beherrschen. Korra, würde ich sagen, ähnlicherweise. Mal mehr, mal weniger. Aber wir müssen hier festhalten, sie hat die Verbindung zu ihren Avataren, zu den allen Avataren davor verloren. Auch zu Rawa. Und als nächstes steht ein Gegner vor der Haustür, der einfach krank ist, der mit einem Trupp unterwegs ist und das ist der gute Zaheer, der mit dem roten Lotus ein einziges Ziel verfolgt. Seit Jahrzehnten, vielleicht auch Jahrhunderten, ich weiß nicht wie lange. Er möchte den Avatar töten. Es soll das Ende des Avatars sein. Das heißt, back to back bekommen wir hier einfach zwei Gegner, die den Avatar töten wollen, während der eine es quasi fast geschafft hat und die anderen jetzt halt dabei sind. Beziehungsweise, naja, ist ja auch schaffen. Denn Zaheer kriegt es auch hin, Korra mehr oder weniger so hart zu schaden, dass sie die Verbindung zum Avatar-Zustand, zu allen anderen Avataren, verliert. Sprich, ihre hauptsächliche Waffe, ihre wirkliche Daseinsberechtigung, ihre, naja, ich nenne es mal, Position in der Welt, ist einfach kaputt gegangen. Instant. Bringen wir kurz ins letzte Buch und da kommt nämlich dann noch schon das große Problem, worauf ich gleich noch zurückkomme. Denn hier bekommen wir Kuvira, oder ja, Kuvira hieß sie, glaube ich. Eine random Erdschrägstrich Metallbändigerin, die einfach das Erdkönigreich zusammenbringen will. Unter was für Mitteln und wie das Ganze gemacht wird, ist die Frage. Und ob es gut und böse ist, natürlich nicht. Es ist nicht gut, wie sie es vorhat und es ist eine böse Bösi. Aber im Vergleich zu Aang, zu Unalaq und zu Zaheer und dem roten Lotus ist sie eine Pusteblume. Und auch hier wird Korra ohne ihren Avatar-Zustand an die Grenzen gebracht und muss sich erstmal fragen, Alter, was, ich muss, wie funktioniert mein Leben? Wer bin ich? Eine Selbstfindungsreise für Korra, die sie am Ende auch schafft zu bewältigen und ja, am Ende Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist schön und gut. Setzen wir diese Schurken, Kuvira mal ausgeklammert, neben die Schurken von Aang sehen wir, holy shit, Korra hat schon härter getroffen und sie hat auch oft verloren. Keine Frage, sie hat sehr oft verloren. Nichtsdestotrotz hatte sie auch einfach die größeren Gefahren. Und alles in allem muss man sagen, in einem 1 gegen 1, Avatar Aang gegen Avatar Korra, würde ich sagen, wäre es Gleichstand. Also
ich würde sogar vielleicht behaupten, dass Korra ein bisschen besser wäre. Sowohl mit als auch ohne Avatar-Zustand. So viel erstmal zu der In-Universe-Erklärung, warum der eine schlechter, besser ist oder nicht. Es gibt hier sowieso kein besser oder schlechter, denn jetzt kommt es zu dem Grund. Es ist so simpel erklärt. Man muss die Avatare der vorherigen Zeit einfach mal betrachten und sieht einfach, die waren einfach immer zur falschen Zeit da. Man muss sich bedenken, alle Avatare haben eigentlich den Mist aufgeräumt, den der Avatar vor ihnen dagelassen hat. Mehr oder weniger. Ob es jetzt jemand ist, der die Geisterwelt berücksichtigt oder sich auf die Geisterwelt fokussiert, eher gesagt, dadurch aber die menschliche Welt vernachlässigt. Das muss der nächste Avatar ausbaden, der sich dadurch wieder auf die Geisterwelt nicht ganz so berücksichtigen kann. Hin und her. Aang musste den Krieg beenden, musste erstmal dafür sorgen, dass Frieden in der Welt herrscht. Jetzt ist der Frieden da, aber Bändigen ist dadurch so eine normale Sache geworden, dass erstmal alle den Bändigen beenden wollen und der Avatar soll weg und es sind andere Probleme. Es gibt da ein Bild oder eine Sache, die es perfekt beschreibt. Aang in der Zeit von Korra und Korra in der Zeit von Aang wäre besser gewesen. Denn Aang war ein Friedensstifter, ein Mensch, der Frieden haben wollte, der Harmonie haben wollte und musste in einem Krieg kämpfen. Korra ist eine Kriegerin. Sie ist ein Hau drauf. Sie will fighten, lebt aber in einer Welt, wo Frieden herrschen sollte oder herrscht. Aber jetzt mal kurz die Serien beide alleinstehend betrachtet. Ich muss sagen, Avatar, Herr der vier Elemente, OG, ist geil. Keine Frage, da kommt nichts dran. Nichtsdestotrotz finde ich Legend of Korra genauso gut. Problem hierbei, erstmal Staffel 4. Wieso endet man nicht mit was Krassem? Wieso endet man nicht damit, dass der Rote Lotus es fast geschafft hätte, den Avatar zu töten, beziehungsweise es geschafft hat? Warum endet man mit einem Bürgerkrieg? Es war ein schlechtes Ende, beziehungsweise ein lahmes Ende. Also es ist sehr, sehr steil nach oben gegangen zum Start, hat sich oben gehalten und dann am Ende ist es komplett abgebrochen. Das, was zum Beispiel Avatar, Herr der vier Elemente, anders gemacht hat. Da hat es leicht gestartet und hat gepiekt in Buch 3. Des Weiteren finde ich es bei Legend of Korra so geil, dass wir erklärt bekommen, wie es überhaupt mit dem Avatar-Zyklus angefangen hat. Warum das überhaupt ein Zyklus ist und warum das immer wieder geboren wird. Es sind so viele Erklärungen mit Avatar Wan, mit Raya, mit Watu. Das Ganze, diese ganze Story war einfach Hammer und ich fand es so geil und gänsehautmäßig, dass alles zu erleben, zu sehen und halt, es war auf einmal hat alles Sinn gemacht. Natürlich auch unsere alten Helden wie Zuko, Katara und Toph wiederzusehen, war geil und auch Aang und Sokka im Erwachsenenalter kurz in diesem Rückblick zu sehen, war episch. Aber das war auch nicht das, worauf sich fokussiert wurde, was ziemlich gut war. Die wurden kurz angeteased und gesagt, hier, die sind da, aber es war nicht Hauptaugenmerk. Natürlich hat Legend of Korra viele, viele Probleme. Zum einen finde ich, ist das größte Problem, das gefühlt jeder bändigen kann. Beziehungsweise das Bändigen so inflationär benutzt wie halt für eine, naja, Arena-Kämpfe. Klar, das gab es auch schon bei Aang mit hier Toph und dem Brocken und wer auch immer da, diese Fights. Aber hier finde ich, ist es nochmal anders. Also das Bändigen ist hier nichts mehr Spezielles oder nichts mehr Besonderes. Hat sich bei Herr der vier Elemente anders angefühlt. Auch die Charaktertiefen hier, muss man sagen, sind ein bisschen, naja, schlechter. Die Charaktere sind schon gut geschrieben. Das Beziehungsdrama unter allen hin und her finde ich ein bisschen kitschig, finde ich ein bisschen unnötig. Aber die haben schon eine gewisse Tiefe, die haben eine gewisse Humoristik. Und man muss es alles in allem betrachten, als es ist durchwachsen. Es ist aber nicht so, dass man zum Beispiel jemanden hat wie Sokka, der einfach immer lustig ist, fast immer einen Spruch auf dem Lippen hat. Das wurde versucht mit, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, aber es hat nicht so ganz geklappt. Auch jemand wie Toph hat man nicht mehr, sie sind einmalig, diese Charaktere. Zum einen, weil es nostalgisch ist, aber auch einfach, weil diese Charaktere wirklich einmalig sind. Und dann müssen wir auch noch darüber nachdenken, dass fast jede Staffel von Legend of Korra mit einem halbherzigen Happy End zu Ende geht. Wir haben zwar immer, jo, es wurde gewonnen, aber irgendwie verliert Korra über die Zeit einfach wirklich ihren Humor, ihren Spaß, ihre Freude im Leben. Am Ende von Staffel 4 kriegt sie das zum Teil wieder, aber selbst da muss man sich überlegen, was hat sie bis dahin alles verloren? Was wurde bis dahin alles, also ich verstehe es nicht. Es ist alles sehr, sehr trüb und sehr, sehr traurig, irgendwie so im Großen und Ganzen. Meine Theorie dazu ist einfach, Legend of Korra ist einfach für eine ältere Zielgruppe gemacht. Man soll sich hier mit tiefgründigeren Sachen interessieren, mit Depressionen, mit was weiß ich. Das soll alles Thema sein, nur halt in Optik an, ne, alte Serien, Kinderserien angelehnt, Zeichentrick halt. Ist die Serie deswegen direkt schlecht? Nee, finde ich gar nicht. Ich muss sagen, meiner Meinung nach eine Hammer-Serie, viele Folgen, die unnötig sind, klar, viele Charaktere, die unnötig sind, mega. Und allgemein ist es nicht so 100% rund wie halt bei Avatar Aang. Trotzdem pure Gänsehaut. Da, wo ich bei Avatar Herr der vier Elemente heulen könnte, habe ich hier auch geheult. Wo ich Gänsehaut des Todes bekommen habe, habe ich hier auch Gänsehaut des Todes bekommen. Alles in allem würde ich die schon nicht aufs gleiche Level setzen, aber es ist auch kein großer Unterschied. Ich denke, bei Herr der vier Elemente pusht
einfach wirklich nur die Nostalgie ist so in den Himmel. Auch die ganze Thematik, dass Korra ja quasi der Grund dafür ist, dass der Avatar-Zyklus zu Ende gegangen ist. Das wird immer so sehr negativ dargestellt und ich verstehe auch, warum man sich das denkt. Aber ganz ehrlich, es gibt so viele Theorien und weiß ich gar nicht, ob es bestätigt ist, da habe ich jetzt nicht genug recherchiert, sage ich mal. Aber es wird auf jeden Fall theoretisiert, um das mal als Wort einzufügen, dass Korra aus dem Grund den Avatar-Zustand kappen musste, da der Avatar-Zyklus nur 10.000 Jahre hält. Watu ist wieder ausgebrochen, sie hat Watu wieder eingesperrt, neuer Avatar-Zyklus. Es hat angefangen mit Avatar Wan und es hat aufgehört mit Avatar Korra. Der erste und der letzte Avatar. Macht für mich schon Sinn, um vor allem eine Story perfekt abzuschließen. Auch sagen viele, dass halt im Avatar-Zustand Aang wesentlich mehr draufhauen konnte und Korra hier halt nicht. Man muss aber bedenken, Aang hatte zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, 9.999 Avatare vor ihm, die ihm quasi seine Macht, sein Wissen aus all diesen Generationen verleihen konnten. Korra hingegen hatte es zum Teil, aber dann später nicht mehr. Sie war alleine mit Rawa. Und das war auch Sinn und Zweck der Sache. Man muss sehen, Avatar Wan war auch nicht krass stark am Anfang. Natürlich verhältnismäßig schon, aber alles in allem waren das die zwei schwächsten Avatar. Einmal Wan und einmal Korra. Weil sie alleine waren. Der erste und der letzte. Auf diese ganze Nebenstory mit Wasserstamm, der auch neu aufgebaut wird, die Luftnomaden, die neu aufgebaut werden, das ist alles super cool. Alles mega toll. Ich finde es geil, wie das alles langsam aber sicher harmonisiert. Auch wie die neuen Luftbändiger entstanden sind und sich direkt dem Tempel anschließen wollen, um das aufzubauen. Mit all diesen Charakteren, Aangs Kinder und deren Kinder, die Storys sind so schön und so gut und so rund und so toll. Gerade wenn dadurch erklärt wird, wie zum Beispiel den Tempel der Luftbändiger, wo die Statuen von den Avataren halt in diesem Zirkel sind und man da quasi schon bei Avatar Herr der Vier-Elemente hätte sehen können, dass Aang mehr oder weniger der letzte richtige Avatar ist und danach Korra kommt und dann halt Schluss ist, ist einfach episch. Diese Statuen sind so im Kreis aufgebaut und enden. Die Spirale endet. Es gibt keine Fortführung mehr. Deswegen muss ich sagen, ich finde Legend of Korra geil. Ich finde es wirklich eine super Serie. Ein paar Macken, zu viele Macken, die zum Beispiel Herr der Vier Elemente nicht hatte. Die war einfach rundum perfekt. Da gibt es, wie gesagt, zwei Folgen oder drei Folgen, die ich gerne meistens skippe, weil die mich einfach nerven. Da ist viel besser gemacht vom Humor her, aber Legend of Korra spiegelt aber auch vielleicht wirklich ein älteres Publikum wider. Genau die, die sich als Kinder Avatar Herr der Vier Elemente angeguckt haben. Ich denke, das hier ist so eines der Themen im Film- und Fernsehbereich, wo man sagen kann, das ist so kontrovers und es gibt wirklich so viel Schwarz und Weiß, dass man sich hier, glaube ich, bis zum Tode prügeln könnte. Aber dieses Video hier soll tatsächlich einmal dazu dienen, naja, wie alle Videos hier, dass ich einfach meinen Bullshit aus meinem Kopf rausbekomme und den mit jemandem teilen kann. Und vor allem will ich sagen, nur weil man das eine mag, also Legend of Korra, muss man dafür das andere nicht weniger mögen. Gleiches gilt in beide Richtungen. Ich muss sagen, ich fand beide Serien geil. Am Ende von beiden Serien, und wie gesagt, ich habe Avatar Herr der Vier-Elemente locker 6-7 Mal geguckt, aber am Ende von beiden Serien sitze ich meistens da und mir pocht mein Herz, weil ich das Gefühl habe, es zerbricht, weil eine so gute Serie wieder zu Ende ist. Und das hatte ich sogar bei Korra. Faszinierend. Natürlich gibt es, wie gesagt, Probleme an der Serie, keine Frage. Nichtsdestotrotz würde ich hier als Endstatement sagen, ich finde beide Serien ziemlich ähnlich stark. Korra ein bisschen weniger, aber dass Korra scheiße ist, dass sie ein schlechter Avatar ist, dass die Serie schlecht ist oder dass sie gar keine Daseinsberechtigung hat, das revidiere ich komplett und bin da komplett dagegen. Meine letzten Worte dazu. Jetzt seid ihr aber mal gefragt, wenn ihr das Video hier angeklickt habt, gehe ich davon aus, dass ihr entweder die eine oder die andere Serie geguckt habt. Schreibt deswegen jetzt gerne in die Kommentare eure Meinung. Findet ihr die eine wesentlich besser als die andere? Warum? Gebt mir Gründe an, lasst gerne in den Kommentaren diskutieren, natürlich auf einer netten und freundlichen Ebene natürlich. Aber mich interessiert es wirklich. Und ich würde mich auch freuen, mal eure Meinung dazu zu hören und vor allem die ganzen minimalen Details, die ich jetzt im Video nicht erwähnt habe, die ich vielleicht auch teilweise kenne, die vielleicht erklären, warum Korra schlechter ist, rein serienmäßig, aber trotzdem eine gute Daseinsberechtigung habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr jetzt noch meine Meinung zur Realverfilmung von Avatar Herr der Elemente sehen wollt, dann checkt doch gerne das Video aus. Da werdet ihr sehen, dass ich sowieso für Avatar sehr schwärme und da ist dann nochmal meine spezifischere Meinung. Jetzt möchte ich das Video aber nicht länger strecken, als es sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn ich euch im nächsten Video wiedersehe. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.